Spitzenspiel in der Kreisliga B. Der Tabellendritte Fortenil empfängt den zweiten TuS Ehrenfeld. Die beiden Mannschaften trennen 6 Punkte. Wenn Nil die Chance auf einen Aufstiegsplatz wahren möchte, müssen sie das Duell gegen den direkten Kontrahenten gewinnen. Volle Kraft voraus also. Nil beginnt offensiv mit einem 4-4-2 und setzt auf die fallschnellen Flügelspieler Maser und Sanders. Ehrenfeld nicht weniger motiviert. Um an Tabellenführer Per Strand zu bleiben, ist ein Sieg Pflicht. Die ersten Minuten sind ein offener Schlagabtausch. Kein Abtasten, sondern geradlinig nach vorne. Jefaili mit dem ersten Abschluss. Auf der anderen Seite ebenfalls Ehrenfeld. Der lange Ball findet Alexander Kurek. Läuft allein auf Hecker zu. Johnny Hecker ist zur Stelle. Der Nieder Schlussmann mit einem Versprechen an die Kollegen. Solange die Siegesserie anhält, lässt er den Bart wachsen. Hält er weiter so wie hier, trägt er zum Saisonende einen Rauschebart. Und weiterhin Ehrenfeld. Kapitän Özcan, hart, aber fair im Zweikampf, bleibt stark am Ball und hat die Übersicht. Toni Müller, ungedeckt vor Hecker, 1:0 für die Gäste aus Ehrenfeld. Kaltschnäuzig vorgetragener Angriff, eiskalt vor dem Tor. Toni Müller wird mustergültig von seinem Kapitän in Szene gesetzt und schiebt lässig ein. Das vierte Tor in der laufenden Spielzeit. Früh in der Partie heißt es, Mund abwischen und weitermachen für Fort Nil. Und die Mannschaft von Trainer Ralf Tröscher kämpft sich ins Spiel. Jefaili auf Zahnen und ab dafür in den Winkel. Eine Bude der Kategorie Tor des Monats. Hemmungslos nimmt Zahn Maß und schweißt den Ball ins Eck. Normalerweise ist Dustin Zahn als Toni Kroos der Kreisliga bekannt, Dreh- und Angelpunkt seiner Elf. Und ganz in Kroos-Manier holt er dieses Pfund aus dem Fuß. Nur 3 Minuten nach der Ehrenfelder Führung das 5. Saisontor des Mittelfeldmotors. Die Gäste geschockt, Nil mit Dauerdruck. Da ist Cesar Sarikaya, sieht Angelo Maser, frei vor Schumacher. 2:1, Spiel nach 25 Minuten gedreht. Und Maser mit einem Torbejubel. Bei ihm sieht man den absoluten Willen und Einsatz, das Tor unbedingt erzielen zu wollen. Fort Nil im Freudentaumel, der quirlige Italiener stiehlt sich seinem Bewacher davon und vollstreckt cool zu seinem 6. Saisontor. Kurz vor der Halbzeit noch einmal Ehrenfeld. Freistoß, eine Angelegenheit für David Fritsch. Und Kevin Harbert küsst die Latte. Pech für die Gäste. Dann ist Halbzeit, Nil führt verdient mit 2:1. Und er, Angelo Maser, lässt sich für seine Vorstellung von den Fans gerne und genüsslich feiern. Abschnitt 2 und es bleibt weiter ein Sturmlauf. Freistoß Zahnen und er findet Jefaili. Locker, leicht und unbedrängt, 3:1. Freier kann man nun wirklich nicht zum Kopfball kommen. Der Kapitän steht für die Vernetzung von Ford und dem Verein. Der Werksarbeiter erzielt hier sein 24. Saisontor. Und Jefaili hat einen Lauf. Auch in der nächsten Szene lässt der Verteidiger Harbert keine Chance. Einmal außenrum und vorbei ist er, Kopf gehoben, Sanders gefunden. So einfach kann es gehen. Geschickt kontert die Heimmannschaft die aufgerückten Gäste aus. Ehrenfeld kann nur hinterher schauen. Nil profitiert extrem von seinen schnellen Außenspielern, die mit langen Bällen in der Schnittstelle mustergültig gefunden werden. 4:1 nach 55 Minuten. Und der ambitionierte Gästetrainer Hidir Kösmez geschockt von dem Auftreten seiner Mannschaft. Und das Schema bleibt das gleiche. Langer Ball in die Lücke, Jefaili zieht zum Sprint an, lässt den ersten Verteidiger aussteigen und findet erneut Sanders. Für den Niler Jungspund bereits das zweite Tor in diesem Spiel. Erhöht auf 5:1. Der besondere Dank gilt aber dem starken Vorbereiter Fadi Jefaili. Und Nil hatte immer noch nicht genug, drängt auf die Demontage. Sanders vorbei an allen Verteidigern, wird Rüde gestoppt. Elfmeter, eine Angelegenheit für den Chef, Fadi Jefaili. Lockerer Anlauf und Torhüter Christian Schumacher ausgeguckt. Das 6:1 und gleichzeitig sein 25. Saisontor. Damit macht er den Kampf um die Torjägerkanone wieder heiß. Aber was macht eigentlich Ehrenfeld? Sie nutzen die entspannten Gemüter der Hausherren. Toni Müller schlendert durch die Abwehr und legt ab auf Aytac Sismann. Ein weiterer Ehrentreffer zum 6:2, mehr aber eben auch nicht.
dementsprechend verhalten seinen Jubel. Müller unbedrängt und Aytac Dzsman, der 30-jährige Spielmacher, mit seinem 8. Saisontor für die Gäste. Aber Neil hatte immer noch nicht genug. Keine 60 Sekunden später klingelt es erneut am Kasten. Jeff Filey auf den eingewechselten Typhoon Buddak und das 7:2. Für Buddak gleich doppelt schön. Der frisch gebackene Papa erzielt hier nach langer Verletzung endlich wieder ein Tor für seine Mannschaft. Und der überragende Jeff Filey spielt Katz und Maus mit der Ehrenfelder Abwehr. Das Spitzenspiel hält, was es verspricht. 9 Tore, Offensivspektakel und Spannung an der Tabellenspitze. Die Teams rücken wieder enger zusammen. Denn nicht nur der Tabellenerste der Kreisliga B steigt auf, sondern auch der beste Zweite aus den beiden Staffeln. Mit solch einer Leistung empfiehlt sich Fort Neil für diesen begehrten Platz.